Hallo, liebe Literaturfreunde. Ich darf Sie heute wieder begrüßen zu unserer kleinen Sendereihe mit den Stadtschreibern von Magdeburg. Wir schauen zurück und heute darf ich auch im Rahmen des Literaturhauses Magdeburg Peter Wawerzinek begrüßen. Hallo, Peter. Hallo, hallo. Ja, schön, dass es geklappt hat. Und am Anfang mache ich es immer so, dass ich kurz den Zuschauern nochmal die Zeit versuche, in die Zeit zurückzusetzen, sodass ich mal so sage, so ein paar Dinge, die in dem Jahr passiert sind, weil es ist ja schon ein bisschen her, als du hier warst, 2015. Damals gab es natürlich ein paar Ereignisse, die natürlich nicht so schön waren oder schrecklich waren. Der Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris war da, dann dieser Germanwings-Absturz in den Alpen. Ganz wichtig, 2015 steht da auch als Synonym für das Flüchtlingsdrama, das kam. Und dann war dann auch noch der VW-Abgasskandal. Jetzt zu erfreulicheren Dingen. Der Literaturnobelpreis ging an Svetlana Alexievich, genau so heißt sie, als Erinnerung. Koppenrad und Wiese wurde von Dr. Oetker übernommen. Das wissen vielleicht nicht die meisten, aber das ist auch eine Nachricht wert, weil die großen Konzerne natürlich immer mächtiger werden. Und der Vogel des Jahres 2015 war der Habicht. Der Habicht, weil kannst du dir wahrscheinlich vorstellen oder unsere Zuschauer auch, warum ich gerade auf einen Vogel des Jahres komme, weil deine Trilogie hat ja auch sehr viel, zumindest vom Namen her, mit Vögeln zu tun. Das war die Rabenliebe 2010, der Schluckspecht 2014 und der Liebestörpel 2019. Ja, das ist so die kleine Vorgeschichte. 2015, wo bist du jetzt? Was machst du jetzt gerade? Ja, ich bin jetzt hier. Erstmal schönen Tag. Mitten in Rom, also Trastevere, das heißt nichts weiter als hinterm Fluss, also das ist die andere Seite. Rom war mal ein wie Buda und Pest auseinander, ja, durch den Fluss. Mhm. Und ich bin jetzt sozusagen hinterm Fluss, da gibt es den Gianicolo, der wäre eigentlich der achte Hügel für Rom, aber da der außerhalb lag, also Trastevere, hinterm Tevere, also hinterm Tiber, ja, wurde der nicht mitgezählt. Also, ach so. Hm. Ah ja. Ja, ich hatte deswegen schon. Deswegen bleibt Rom mit 7. Das ist jetzt einfach Notwehr gewesen. Ich war ja in der Villa Massimo. Hm. Ne? Ja. Und dort kam ja dann Ausgehverbot und ich hatte einiges noch vor, unter anderem Pasolini ganz um die Insel herum nachzureisen. Das kann man ganz vergessen. Und dann haben meine Freundin und ich beschlossen, einfach in Rom zu verlängern, nachzusitzen. Ah ja, 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 da gibt es sicherlich Schlechteres, oder? Ja. Ich finde, Rom ist gut geeignet, weil jetzt auch keine Touristen da sind. Die ganze Stadt ist jetzt ein Museum, ja, und es ist immer offen und es ist immer leer und du kannst dir vornehmen, was du willst. Kommst hin, musst dich vorher bei Museen anmelden und so, ohne dass da groß was stört und nervt und dass du dich durch irgendwelche Massen durchquälen musst. Das ist ganz befreiend. Ja, Wahnsinn. Also das kann ich mir natürlich, wenn man in Rom gewesen ist, kennt man natürlich das, was du erzählst. Und das kann ich mir vorstellen, dass man sich dann wahrscheinlich schon fast wie ein Römer vorkommt, der dann die Dinge sich anschauen kann. Ja, ja. Villa Massimo, das war ein Stipendium dann. Du hast dich dafür beworben oder wie läuft das ab? Da muss man sich bewerben, ja. Und ich hatte mich beworben, wie ich mich immer bewerbe, ja. Indem ich immer davon ausgehe, es ist so knapp wie möglich zu machen, weil ich immer damit rechne, dass man abgelehnt wird, ja. Ja. Und dann bin ich immer froh, dass ich mir nicht so viel Arbeit damit gemacht habe. Und es war ähnlich knapp, man könnte fast sagen, wie ich bräuchte Rom mal. Ich habe da eben, wie gesagt, mit Pasolini gespielt, mit den Gedanken,
von Rom aus, von einem festen Sitz aus, so eine Art Sternfahrten zu machen. Ne? Ja. Der hat ja damals das Buch geschrieben, in den 60er Jahren war das, die Chaussee aus Sand oder die lange Straße aus Sand, also ist die ganze Küste abgefahren, ja, für eine Zeitung damals, immer Wochenberichte gegeben, mit einem Fotografen zusammen. Und ich wollte 60 Jahre später das mal auch abreisen. Ich glaube, Pepe oder die Dankwart haben jetzt einen Film sogar gemacht, in dem die auch die Reise, der müsste jetzt rausgekommen sein im Frühjahr, auch diese Reise nachgestaltet haben. Und ich wollte das eben als Schreiberling machen und gucken, was gibt mir Pasolini, was wiederholt sich in der Geschichte. 60 Jahre ist ja immer so ein Zeitraum, wo man sagen kann, naja, ja, das Alte kommt wieder hoch, das war schon mal gewesen war, was alle abgelehnt haben und gesagt haben, nie wieder, wird wieder salonfähig. Und das hätte mir sehr gut gefallen, dort auch das gesellschaftliche, touristische, das persönliche und eben auch mich mit Pasolini zu beschäftigen. Das fiel nur alles ins Wasser oder in den Virustümpel. Und dann habe ich umgebaut und mir vorgenommen, die Stadt ist leer, ohne Touristen, wie ich schon gesagt habe. Und man kann also durch die Gegend gehen. Man hat genügend Zeit irgendwo, es rempelt keiner, es kommt keiner dazwischen. Und habe jetzt mir vorgenommen, ein Buch über Rom zu schreiben, das leere Rom. Und damit es nicht ganz so befremdlich wirkt, verlege ich alles in die Nacht. Ja, ach so. Also ich mache es nicht anders als früher die Filmemacher. Wenn die im Western gedreht haben und keine Nachtdrehs machen wollten, dann haben die einfach Blaufolie drüber gelegt und am Tag aufgenommen und so getan, als wäre auch noch reingehangen. Und genau das kann ich jetzt in Rom machen. Ich kann jetzt am Tag durch die Gegend laufen und so tun, als wäre es Nacht. Ja, also dann zeigst du nicht das klassische Nachtleben mit Bars und Kultur, sondern du gehst durch die Stadt und beobachtest dann, was da passiert. Ja, genau. Und sammle eben so Eindrücke. Und jetzt ab April, ich schreibe ja immer nur vom November bis Ende März, ja. Und dann ab 1. April, das ist auch kein April-Scherz, bewege ich mich dann bis Ende Oktober. Ja, ja. Mache nur noch eine Zeitungsartikel. Das heißt also, vorgearbeitet habe ich für diesen Roman schon so ungefähr 170 Seiten. Davon werde ich einiges verwenden. Aber die hauptsächliche Aktion ist ja dann, dass, wenn die Ausgangssperre hier dann einmal aufgehoben ist, dass ich dann wirklich auch ganze Nächte mich rumtreibe, am Tag schlafe, ja, und dann wieder mich rumtreibe und eben reale Geschichten brauche ich natürlich, um Fantasie- und Geistergeschichten aus Rom zu erzählen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ausgedacht, was ich da lese, oder man kann ja das Historische mit Geistesfiguren und mit weiß ich was, alles ausschmücken, brauche ich natürlich auch noch reale Erlebnisse, damit das noch verwirrender wird. Also ich habe vor, ein richtiges verwirrendes Geisterbuch zwischen könnte sein, kann ich mir gut vorstellen, na, das hat er sich ja jetzt ausgedacht, das soll so angelegt werden. Ja. Kann man denn jetzt zurzeit auch durch die Straßen wandeln oder ist Ausgehverbot? Ja, am Tag schon, aber ab, also wenn man hier Besuch empfängt oder zu Besuch geht, muss man immer achten, dass man bis 22 Uhr wieder drin ist. Ah ja. Gibt empfindliche Geldstrafen bei den Wiederhandlungen. Also hier die Nachbarin ist mit ihrem Hund zu weit weggegangen. Der wollte der Hund wohl weiter mal Gassi machen und musste dann 400 Euro angedroht Strafe zahlen. Aber wir sind in Italien, also das sind immer Androhungen und ob man das dann bezahlt. Ja, das ist dahingestellt. Aber sie greifen einen auf, du musst Papiere nachweisen, dass du ab 22 Uhr berechtigt bist, hier überhaupt rumzugeistern. Ja? Und dieses Rumgeistern ist ja das, was mich am meisten interessiert. Ja. Ich weiß, ich bin ja auch mal mit dir rumgegeistert in Magdeburg. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Man kann alles sehr schön im Blog nachlesen, in deinem Blog. Vielleicht noch für die Zuschauer, kann ich empfehlen, unter www.stadtschreiber-magdeburg.de. Sind also auch, wenn man ins Archiv geht, für 2015 sehr schöne, auch literarische Abhandlungen über Szenerien in Magdeburg, aber auch zu anderen Dingen, die du dann im Umfeld erlebt hast. Also das ist ja im Prinzip. Naja, und du warst ja damals auch auf der Suche so ein bisschen nach Plätzen, nach Situationen, auch wahrscheinlich
Jetzt weiß ich gar nicht, ob es in dem Roman zu dem dazu gekommen ist. Du wolltest, glaube ich, auch eine Szene nach Magdeburg verlegen und hast nach Plätzen geschaut. Das war ja für... Ja, mehrere, weil ich ja da eine Liebesgeschichte angesiedelt hatte. Also ja, das war der Liebestölpel, genau. Und dort ist in den Garagen, in diesem Hafenbecken, dem schönen Hafenbecken, wo man so reinschaut, dieses große, eckige Becken. Das, ja, am Handelshafen, am Handels- oder Wissenschaftshafen heißt es jetzt, ja, für die Magdeburg. Ja, und da ist auch ein schöner Anker. Also das ist mitten in Magdeburg, habe ich dann als Fischkopf auch meinen Anker gehabt. Dort sind Garagen, schöne alte, so abgeblätterte, teilweise himmelblaue, graue Garagen gewesen. Und in diese Garage hatte ich meine... Ich Person hatte sich dort ein Motorrad stehen, über Jahrzehnte, eine ganz alte Maschine. Und die Freundin, die er hatte, die von dem Motorrad mitgekriegt hatte, wollte unbedingt mit ihm mitfahren und wie bei Blutige Erdbeeren, diesem Film, mit ihm fahren, die Arme ausstrecken und Ian Zeeling das Fluggefühl auf dem Motorrad kriegen und möglichst auch noch freihändig fahren. Ja. Und diese ganzen Plätze dort, die waren sehr gut. Das waren auch freie Flächen, wo auch mal eine ungeübte längere Strecke frei machen kann. Ne? Ja. Das hatte ich auch schon geschrieben. Und dann ist ja immer so, dass man dann mit dem Lektorat, mit meiner Lektorin redet, dann, wenn das nur einmal so kurz auftaucht, hat das Sinn. Jedenfalls ist es im Buch dann ja nicht erschienen, aber es bleibt ja im Kopf. Du siehst ja, dass ich das nur bekommen habe. Ja. Und die so Geschichten gebe ich ja dann nicht auf. Aber zu meinem Prinzip gehört ja immer so, dass ich an den Orten, wo ich bin, und ich bin auch zahlreich Stadtschreiber gewesen, dass ich da immer Blogs mache, dass ich immer was, hier in der Villa Massimo habe ich einen Monat lang so eine Art Corona-Tagebuch in der jungen Welt veröffentlicht, jeden Tag. Und da war das auch schön für die Mitstipendiaten, die ja genauso gefangen waren wie ich auch. Und die haben dann sehen können, was an dem vorherigen Tag, wo gar nichts los war, ich noch gefunden habe, worüber man dann doch noch schreiben kann. Ja. Das ist sehr erstaunlich. Ja. Ja. Wie war die Besetzung? Das war eine internationale Besetzung da in der Villa Massimo? Das sind, wenn man das so will, ist ein schweiz-deutscher Komponist, ein Schweizer. Dann eine Architekturgruppe, Architektengruppe, dann zwei Individualkünstler, die mit Raum und Objekten handeln, eine deutsch-türkische Projektkünstlerin oder ich weiß nicht ganz genau, dann zwei Malerinnen. Ja, und wen ich noch vergessen habe, dann die Lyrikerin Sabine Schoh. Und ich bitte zu entschuldigen, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, dann Thomas Rasch noch aus Dresden, der Komposition machte. Der hat zum Beispiel Rammstein vertont. Mutter, Mutter. Großem Orchester, das den größten Shitstorm gekriegt hat. Was machst du bloß mit unseren lieben Rammstein-Liedern? Ja. Es war ganz schön, dass es da dann auch so einen Zusammenhalt gab. Ja, man kam mit allen notgedrungenermaßen viel mehr ins Gespräch, weil man auch gar keinen Besuch mehr bekommen hatte, sich absprechen musste. Manche waren empfindlich. Da muss man beim Einkaufen helfen, sagen, bleib da in deinem Atelier, wir bringen dir das alles mit. Es waren, um darüber zu berichten, das hat dann auch wirklich Sinn gemacht. Ja, also, Jetzt warst du ja, du hast ja ein bisschen Erfahrung, du warst in Klagenfurt Stadtschreiber und nach Magdeburg in Dresden. Wenn du die Städte oder deine Zeiten so vergleichst, wofür steht Magdeburg? Also Magdeburg ist ja für mich erstmal das Erste gewesen damals in diesem Turmhaus, diese Rundum-Balkon, also wo man direkt auch Radfahren konnte. Also das ist ein super Luxus, auf dem kleinen Fahrrad da oben Runden drehen zu können, im 11. Stock, also gefühltermaßen in die Wolken. Das war wunderbar, auch diese Aussicht. Das habe ich so noch nirgendwo gehabt. Dann waren die, wenn wir schon beim Radfahren sind, die herrlichen Ausflüge an der Elbe lang. Ja, also ja. Dann, wie gesagt, dieses alte, schöne Schiffswrack. Ich bin nun mal Fischkopf. Das, wo auch Führungen gemacht wurden. Aber das ist von so ein Schlepperboot. Es ist so liebevoll wieder hergerichtet. Da war ich sehr, sehr oft, mir das einfach nur anzugucken, alles auf mich wirken zu lassen. Ja, ja. Sehr
schön war die Zusammenarbeit mit dem Forum für Gestaltung. Ja. Also ich war sehr viel dort und habe über, muss ich mich noch herzlich bedanken, bei Norbert Pohlmann und auch den Ausstellungsmachern, dem ganzen Personal von Evchen bis den Praktikantinnen, wo du jederzeit ankommen konntest mit Wehwehchen aller Art und auch Tipps bekommen hast, wo Veranstaltungen stattfinden. Das war ganz großartig und auch sehr nah. Das waren keine 400 Meter zu Fuß, also höchstens. Ja. Und ansonsten, der Marktplatz, ich bin sehr viel mit dem Fahrrad gefahren. Mein Fahrrad, das ich jetzt immer noch habe, habe ich in Magdeburg gekauft. Ja. Dort so eine Art Fahrradkarton, Riesenkarton mit den Leuten vom Forum für Gestaltung zusammengesetzt, zusammengebaut. Also das ist auch sehr handwerklich noch in Erinnerung. Mhm. Und bin dort dann sehr viel rumgefahren, also als der radelnde Reporter, nicht der Rasende, sondern der radelnde. Ja, wie gesagt, alles auch sehr schön im Blog nachzulesen. Ich kann mich auch erinnern, wir haben ja gemeinsam ein Projekt gemacht mit einem Dylan-Buch. Du machst ja, hast ja, glaube ich, man sieht immer sehr große Werke und dazwischen kommen immer so kleine i-Tüpfelchen, kleine Verzierungen literarische, wo du sagst, da ist ein überschaubares, feines Projekt. Und ich kann mich schon erinnern, das war damals in der JVA im Rahmen dieses Festivals Sinnlichkeit, da oben in dem Saal, wo die Gefangenen früher geturnt haben. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Auch mit dem Geiger, mit der Tänzerin und so weiter. Das war schon beeindruckend. Das sind ja, wie gesagt, Sachen immer, die dann dabei entstehen. Ne? Also, weil ich arbeite ja immer mehrseitig sozusagen. Also ich sitze hier in Rom auch nicht nur an einem Rom-Nachtbuch, sondern ich sitze nach wie vor an Pasolini, aber ich sitze auch an anderen Kurzarbeiten. Ich mache, habe Lieder auch schon gemacht, Rom-Lieder, Corona-Lieder. Also ich habe zusammen mit Dirk Schlömer zusammen hier auch schon Konzert gemacht. Also ich habe hier verschiedene dadaistisch angehauchte Texte gemacht, die sich alle mit der Silbe Rom befassen. Von Rominös bis Romadur, Kosmodrom, weißt du, wo Rom eben vorkommt und nicht wegzumachen ist. Es kommt eben und bin sogar schon werbetechnisch, wollte ich das schon fast als Patent anmelden. Jetzt ist der Tourismus ja nicht da, aber das wäre der Hammer geworden, wenn ich das umgesetzt hätte. Where do you come from? Ja, so blöd. Also, und mit sowas, das habe ich dann auch zusammen mit meiner Freundin aufgeführt. Wir haben da also eine italienische Landkarte, einen römischen Stadtplan mit so einem Tak-Tak-Tak-Tak machenden Küchengerät, das Graphitstifte unten dran hat. Und ich habe dazu dann dieses Roma-Römer-Nös. Also, das macht mir immer Spaß, so mehr ewig zu arbeiten. Du weißt das ja selber. Lesungen sind dann auch irgendwie der Spaß, selber auftreten zu können. Ist die Befreiung davon, dass man immer am Schreibtisch sitzt und eigentlich isoliert ist. Ne? Also wie jetzt fast alle Leute, die können das mal nacherleben, was so ein Schreiberling eigentlich jedes Mal durchmacht. Ja, ich, wenn man sich ein bisschen mit deiner Biografie beschäftigt, warst du ja gerade auch noch zu DDR-Zeiten auch sehr, gerade schon in dieser Richtung Performance und als Wortkünstler unterwegs. Und die eigentlichen, ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass es schwierig war zu veröffentlichen in der DDR und nach der Wende besser, oder das hat aber daran gelegen, dass du halt diesen Weg gesucht hast, dich mit Musikern, mit anderen Performern zusammenzutun dann? Ja, ich habe ab 83 ungefähr habe ich angefangen, Zeitungsartikel zu machen, um mal eine Öffentlichkeit zu haben. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, wie aufregend das immer war, den Freitag, also der damals nur Freitag, glaube ich, Sonntag hieß, oder zu erwarten, die Wochenzeitschrift, und es ist ein Artikel von dir drin. Und da eben diese 4, 5 Zeitungen zu kaufen und Freunden zu schenken. Das war, oh, du in der Zeitung, ja. Ich hatte verschiedene Sachen schon gemacht, Romane, verschiedene, und bin immer abgeschmettert worden bei den Verlagen. Und irgendwann Parodien. Das hatte eine kleine Chance. Und da hatten die dann gesagt damals, ja, wenn das Papierkontingent da ist, dann kriegst du das. Und dann habe ich irgendwie auch gesagt, wie Jan Faktor das auch immer gesagt hat, das ist auch so ein Ostberliner Schriftsteller aus Tschechien gewesen, Prager, der hat gesagt, wer kriegt hier was?
Ja, wer kriegt hier was? Also wer, der Verlag kriegt ein Manuskript und soll froh sein, ja, und nicht du kriegst ein Buch, weil jetzt Papier da ist. Und ab 88 habe ich dann den Entschluss gefasst, ab dem ersten Tag, Neujahr 88, dass ich Versuch unternehme, als freiberuflicher Autor zu existieren. Ja. Also ging mir nicht um Veröffentlichung, aber nur schreiben zu existieren und Lesung zu haben, wo wir immer gesagt haben, ja 50, aber 100, ein Huni muss wenigstens rüberwachsen, dass wir wirklich ein bisschen Zeitungshonorare und ein bisschen was von Auftritten verdienen. Also ich hatte mich echt schon damit abgefunden, dass vielleicht ein Parodieband irgendwann gehen würde, aber dass ich selber als Autor nicht groß anstehe. Und dann kam Gott sei Dank ein Mauerfall und dann ging es ja wirklich richtig gut los, sodass also dieser Beschluss 2 Jahre vorher freiberuflich, der dann plötzlich umgesetzt wurde. Ich wurde dann nach Klagenfurt eingeladen, also 91 eingeladen, war dann 91 da und konnte 3,5 Jahre lang nur von dem in Klagenfurt gewesen, Platz 4 belegt, hinter Marcel Bayer, verstehe ich's? Und da konnte ich existieren. Überall wurde ich eingeladen zu Lesungen, mit dem Huni. Das war großartig. Ja. Ne? War das dann der Entschluss, 88 zu sagen, ich bin jetzt Literat, ich bin Künstler und diesen Schritt zu machen? Zu sagen, okay, das ist eine gewisse Unsicherheit, aber das ist dann dein Ding oder mein Ding dann in dem Sinne. Weil das hatte ich von Adolf Endler auch schon gelernt, weil diese Berufsbezeichnung Schriftsteller gab es nicht. Mhm. Deswegen auch Schreiberling, Schmierfing, sonst was ich mich alles genannt hatte. Ja. Da habe ich gesagt, Versuch einer freiberuflichen Existenz als Schreibender. Mhm. Also nicht schreibender Arbeiter, aber so mich selber erstmal anzuerkennen, zu sagen, es gibt mich, wenn ich mich so definiere, dann gibt es mich als Schriftsteller. Und nicht, wenn die Medien oder Verlage sagen, der hat jetzt ein Buch, dann muss er ja wahrscheinlich Schriftsteller sein. Das war schon ein Pro für mich, aber auch eine Kampfansage zu sagen, ist mir egal, ob ihr Berufsbezeichnung Schriftsteller überhaupt irgendwo verzeichnet habt. Ja. Ich bin es jetzt. Ja, aber du hast dein Handwerk, was du ja beherrschst, autodidaktisch gelernt oder hast du eine, du hast ja keine klassische Literaturinstitut Leipzig oder so etwas gemacht, sondern bist dann darüber gekommen. Hm? Ah, da ist jemand. Hallo. Grüß dich, Andrea. Hallo. Wir sind die beiden, die jetzt hier durchhalten in Rom. Ich bin Andrea. Ja, ja. Die Bilder sind von. Ja, schöne Bilder. Also man erkennt sie so ein bisschen. Immer und immer der Blick nach oben, zumindest bei den Bildern, die ich sehe. Nach oben immer. Oder nach unten, immer verjüngt sich der Raum, so, ob man nach oben oder nach unten guckt. Das stimmt, okay. Seid ihr jetzt auf Sendung? Ja. Nee, das war ja... wir sind auch fast... Aber das war dann nochmal der Punkt, weil ich bin ja auch kein gelehrter... Schreiber oder Schreiberling oder Schmierling, wie du immer sagst. Und man lernt natürlich in dem Prozess. Du bist dann natürlich, warst dann schon wesentlich jünger, als du angefangen bist. Aber das war dein Thema irgendwann. Und das finde ich immer manchmal interessant an so Künstlerkarrieren. Wo war der Punkt, wo man sagt, aha, das ist es? Und ich glaube, natürlich reserviert, immer ein bisschen ablehnend. Wirke ich, wenn man sagt, ja, ich habe Literatur studiert, ja, ich habe an dem und dem Institut gelernt oder so, was hat man dann schon gelernt? Ich bin halt irgendwie, sehr früh ist bei mir entdeckt worden, dass ich gerne reime. Ja. Und, dann wurde ich halt immer eingeladen, mach doch mal einen Vierzeiler auf. Ja. Ja. Und dann wurde aus dem Vierzeiler ein Achtzeiler und dann mal auch ein längeres Gedicht zu Geburtstagen, sonst was. Ja, ja. Dann Liebesbriefe, wie bei Cyrano. Mhm. Ich schrieb die Liebesbriefe und der dicke Heinz hatte Erfolg bei der Bianca. Ja. Das war eben halt so. Das habe ich, glaube ich, in Rahmenliebe auch beschrieben. Das ist halt so. Und dann später, du kannst es besser formulieren, ich habe mal was, schreib das mal um. Und dann eben erste Notizen machen. Und ich glaube, als ich an die Kunsthochschule ging, damals 76, 77 in Berlin-Weißensee, da habe ich auf kleinen Karteikarten schon Zeichnungen gemacht und Texte, Personenbeschreibungen meiner damaligen Lebensgefährtin immer geschickt.
ständig. Mhm. Und da das da Karteikarten waren, musste ich mich auf diesem Format, auf diesen wenigen Zahlen, Zeilen reduzieren. Oder wenn ein Typ völlig inhaltslos, belanglos war, musste ich wenigstens die Karteikarte ausfüllen und so tun, als wäre doll was an ihm dran. Und das hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, in Berlin als erstes den Adolf Endler kennengelernt, der ja wie ein Papagei die Leute nachgemacht hat, mhm. bis in den Tonfall. Und dann habe ich ihn nachgemacht. Mhm. Ich konnte fast so sprechen wie er. Ja? Und da war die Lust, dann andere Autoren wie so ein Pirol, wie so ein Papagei, wie so ein Sprechvogel nachzuahmen. Ja. Ja? Und da entstand dann die Lust, Parodien zu machen. Also es ist so bei der Karteikarte noch geblieben, nur dass ich dann nicht mehr an der Wahrheit dran war, sondern versucht habe, die Autoren zu verstehen. Mhm. Warum schreibt er das so? Wieso der lange Sätze? Warum der kein Komma? Wieso? Dann habe ich sie alle besucht, ja, habe viel, viel gelesen und immer mit so einer Dreiviertelseite bei dem Format Karteikarte bin ich dann geblieben, habe ich mir Notizen gemacht zu den einzelnen Autoren, dass ich sagen kann, den habe ich durchschaut, den kenne ich. Ja, den habe ich selber schon nachgeäfft. Ja. Ja, super, super. Und dann eben, wie gesagt, von der Parodie, vom Parodien, vom Nachmachen heraus, wenn man so 350 Parodien gemacht hat zu 350 Autoren, wird es Zeit zu sagen, ja, und wer bist du selber? Wie würdest du denn selber schreiben, Herr Wawetzier, wenn du das jetzt selber könntest? Ja. Und das habe ich dann gemacht und anfangs war das noch ein Gemisch aus vielen, vielen Stimmen und vielen, vielen Schreibarten von anderen. Und so langsam komme ich dahin, dass ich sage, nee, das sind jetzt Sachen, die schreibst nur du. Also das gibt es nur durch dich. Ja. Nein, das hat ja vielleicht auch den Punkt, wenn man natürlich nicht aus einer Schule kommt, Leipziger oder jetzt in Hildesheim und so weiter. Man sieht ja, dass viele Buchpreise, Literaturpreise oft aus diesen beiden Schulen kommen. Und natürlich sagen auch manche, ich bin ja jetzt kein Literaturwissenschaftler, man erkennt es, aus welcher Schule derjenige kommt. Und das ist natürlich die Chance, wirklich was ganz Eigenes, was anderes zu machen. Und deine Texte, auch jetzt, ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Blog gelesen, auch was du im Blog geschrieben hast, die sind schon eigenartig im positiven Sinne. Also das sagt man schon, ja, das ist so ein... Oder man sagt gewöhnungsbedürftig, das ist auch, das ist auch ein Problem, dass sie sagen, der schreibt ganz nett, aber ewig lesen könnte ich es auch nicht. Da muss man dann auch noch einfacher werden. Mhm. Aber sie, also meine Lektorin Esther Kormann spricht immer von Wawetzinek-Sound, ein gewisser Sound. Und ich muss mal sagen, das ist nicht das Schlechteste, einen Sound wenigstens zu entwickeln. Nee, und es ist natürlich, du kannst das natürlich richtig auch natürlich bringen, wenn du das natürlich auch selber liest. Ich habe einige Lesungen von dir auch mitbekommen, auch hier in Magdeburg. Oder du hast uns auch schon auf dem Magdeburger Buchmessestand besucht und was gelesen und wir haben diskutiert. Und ich weiß selber, du hast ja auch immer mal wieder zurückgefunden nach Magdeburg. Zum einen, um dann mit ein paar Musikern auf der Bühne zu stehen zum Beispiel, um was zu machen, erinnere ich mich. Oder eben in Magdeburg, in Magdeburg hat meine Tochter mit ihrer Band das erste Mal mit mir zusammen einen Auftritt gehabt. Dadurch wird Magdeburg schon immer. Aber weißt du noch, unser erster Auftritt in Magdeburg. Ja, und wir hatten nur drei Titel. Und du hast gesagt, dann spielt doch dreimal hintereinander das gleiche Konzert. Das war nämlich die Kulturwoche in Magdeburg. Ja, das war Anfang der. Da sind sowieso immer Ladungen neu angekommen. Busse wurde Shuttles sind wieder woanders hingefahren und es waren ständig neue Leute da und Augusta hatte dann gesagt, so heißt meine Tochter, ist gar keinem aufgefallen. Ja, sag ich, was sind ja mal wieder neue Leute. Ist wie beim, ich habe mal mit meinem Sohn auch Straßenmusik gemacht und wir hatten wirklich nur drei Songs drauf oder wir wollten ganz viel machen, aber irgendwann merkt man auch, durch das Wechseln des Publikums und man hat so ein paar Sachen, die man einigermaßen konnte, ist das also dann doch... Ja, auch doch abwechslungsreich für die. Ja, und Magdeburg, das wollte ich nochmal sagen, gehörte zu dieser großen, zu diesem großen Halbkreis, den ich gemacht habe. Also nach dem Gewinn von dem Bachmann-Preis hatte ich nur noch eine Lust. Ich wollte auf keinen Fall Bachmann-Preisträger bleiben und auch nicht so viel in Berlin rumgereicht werden oder angebetet werden. Und ich hatte so richtig senile Bettflucht, nennt man das vielleicht, Berlinflucht. Wenn man das nachguckt, bin ich quasi in den 10 Jahren nach dem Bachmann-Preisträger vielleicht 6, jetzt mit
Rom vielleicht 7 Jahre gar nicht mehr in Berlin gewesen, also immer auf der Flucht. Aber ich habe das auch in Berlin dann gemerkt, ich wurde ja gar nicht mehr so richtig als Partner genommen. Ja, früher hat man gesagt, da sprechen wir Peter an, da machen wir zusammen eine Action, wow, der wird sich freuen. Das war jetzt die Ehrfurcht da, der Peter. Jetzt hatte man zu, wurde ich nur höflich gegrüßt, verstehst du? Ich habe heute den Bachmann-Preisträger getroffen. Da musste ich abhauen. Und als Idee hatte ich, dass ich den ganzen Bogen Osten mal abfahre. Das ging ja oben in Lohme los. Ja. Mit Lohme, den Dorfschreiber oder Gemeindeschreiber, den ich dort gemacht habe, damit habe ich mich ja damals dort schon in Klagenfurt beworben. Ja. Da war ich jetzt Dresden unten, ganz gegenüber von Lohme. Und dann hatte ich den Bogen raus, weil ich sehen wollte, nach dem Mauerfall, wie ist das Land? Und das wird noch in mein Alterswerk dann auftauchen. Ja. Wie ist das Land der Osten damals gewesen? Und diese ganzen Notizen halte ich für absolut wertvoll, weil ich da ja so ein kleiner Osterforscher war. Eben als Stadtschreiber, das ist super, dass es sowas gibt. Also es muss erhalten bleiben. Alle anderen Preise, Gott, ob das jetzt Wortmeldung von Poschmann ist, das interessiert mich nicht, da bewerbe ich mich gar nicht. Ja, aber Stadtschreiber macht immer Sinn. Und jetzt habe ich mich hier in Rom selber zum Stadtschreiber erklärt. Okay, Peter, wir sind schon mit unserer Zeit reichlich durch. Ja, genau. Ich glaube, wir könnten noch lange sprechen, also gerade weil du natürlich wie nennt man es, Urgestein oder also auch diese Biografie hast, natürlich sehr viel autobiografisch macht, finde ich alles sehr interessant. Aber unsere Zuschauer können das nachlesen, deine Vita. Ich habe nur gelesen, du hast mal kurz berichtet von einem Schulauftritt, da hättest du am Anfang zugehört, wie oft deine Vita falsch zitiert wird. ich glaube, du hast die Nähe. Notfalls können die Leute auch mal per E-Mail nachfragen, ob das wirklich so war. Okay, ich bedanke mich herzlich für dich. Ich bedanke mich auch. Ja, ja. Und schöne Grüße aus Rom nach Magdeburg und geh durch die Ortschaft und wenn da irgendjemand danach ist, ach, den Wawrzynek, den kenne ich auch, grüß ihn, erfahrungslos. Ja. Ja, prima. Irgendwann, ich komme an Orte, auch wie Magdeburg, Orte, wo es mir gefallen hat, wo es mir was gegeben hat, kehre ich immer zurück. Also alle Orte, die ich nicht besuche, obwohl ich da eigentlich längere Zeit gewesen bin, müssen sich fragen, warum das so ist. Ja. Magdeburg muss ich nicht fragen. Ja. Also Magdeburg. Ne, stimmt, kann ich ja bestätigen. Du bist schon öfter wieder hier aufgetaucht. Und wir freuen uns natürlich, wenn es wieder so ist, im Forum Gestaltung oder zu anderen Anlässen oder zu anderen Kulturevents. Okay, vielen Dank, Peter. Liebe Zuschauer, das war Peter Wawrzynek, unser Stadtschreiber von 2015. Bitte schauen Sie gerne nach, auch noch mal im Blog www.stadtschreiber-magdeburg.de. Dort sind sehr schöne, auch kleine literarische Perlen zu entdecken. Vielen Dank. So, haben wir. Ich sag dir noch Bescheid. Man kann das auch dann nachher übers Internet anschauen.